Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Moonlighter. So, wir schauen uns mal unser neu erworbenes, ja, Interieur-Inneneinrichtungsdings da an. Ah, neue Plätze. Hä, aber wie komme ich denn jetzt nach hinten? Ach, mit Ladentheke. Schön. Okay. So, wir haben neue Plätze. Dann können wir euch da wieder reinpacken und dann holen wir uns nochmal drei andere Sachen. Die war da gleich. Ah, und eine neue Box. Ich hoffe, die anderen sind jetzt nicht verschwunden. Nein. Die bleiben glücklicherweise da. So und so. Verkaufen wir erstmal das, was Geld bringt. Dann, da, dann, dann. Dann, da, dann, dann. Dann, dann. So. So sieht das doch schon mal ganz schnuckelig aus. Gut, dann packen wir den Rest zurück in die Kiste, bei, obwohl, naja, alle brauchen wir vielleicht nicht. Wir lagern mal ein paar. Hier schön, schön Ordnung. So, haben wir hier eigentlich was Neues mittlerweile? Nee, haben wir nicht. Gut, denn auf ins, haben wir hier noch was dran? Nee. Denn auf ins Bettchen. Und das Spiel speichert. So, diese Runde würde ich vielleicht ganz gerne mal tagsüber in die Dungeon gehen. Einfach um zu gucken, wie es da dann abgeht. Dann machen wir uns einfach mal auf. Oh, er hat neue Sachen. Na, auf der Suche nach neuer Ausrüstung. Kleiner. Was hast du denn hier? Das hier. 44.000, Alter. Hier sowas könnten wir uns vielleicht mal... Was ist denn das? Ein Eisenhelm. Hm, da brauchen wir diese Bröckchen. Der wäre natürlich noch besser. Okay, vielleicht müssen wir mal ein paar Sachen dann sammeln demnächst. Um uns dann auszurüsten. Oh, der hat noch mehr Neues. Warte mal. Was hat du denn noch? Gut, siehst heute aus, Will. Wie kann ich helfen? Ja, was hast du denn noch hier so? Alter. Fettes Schwert. Oh, das hatten wir gefunden gehabt, ne? Trainingsgroßschwert war das. Hm, hast du nicht hier noch neue Sachen? Ah, da. Okay. Die Eisensachen werden jetzt verbessert. Okay, okay, okay. Gut, wir machen uns jetzt mal tagsüber auf in die Dungeon. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja auch diesen Typen da down. Vorher müssen wir euch hier noch ausrüsten. So. Na dann, ab rein da. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Müsste jetzt rein theoretisch leichter sein, oder? Vielleicht auch andere Gegner. Je nachdem. Einmal richtig hinsetzen. Gut. Auf geht's. I, gar nicht gedroppt. Ah, die Quelle des Lebens wieder. Okay, die sind echt billo. Die klauen ja nur ein paar Items. Wahrscheinlich bis sie mir irgendwann mal ein richtig geiles Item klauen und dann hasse ich sie mein Leben lang. Und weiter geht's. Kleine rote Bubble. Ist ganz gut, weil die haben wir gerade verbraucht gehabt. So, da wird es schon weitergehen. Bin gerade am Überlegen, ob wir es jetzt nochmal versuchen, diesen Großen da abzuwarten. Und uns mit ihm dann anlegen. Aber erstmal haben wir hier noch eine kleine Geschichte wieder. So. Sie sind wie Motten. Wie Motten, die sich ins... Okay, das kennen wir schon. Wie Motten, die sich ums Licht scharen. Ab und zu wiederholen sich die Sachen dann. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Man kann ja halt auch nicht ewig viel drinne stehen. Aber wir hatten schon gut verschiedene Texte immer gehabt jetzt. Ey.
So, wo geht's denn hier oben lang? Hier dann. Yeah. Doppelschlag. Gut. Und dann haben wir eigentlich nur noch den einen Weg da, ne? Mal schauen. Ah, fuck. Diesmal hat er mich erwischt. Mal wieder einen Stock. Ah. So, zeig mal her. Oben und Seite. Kriegen wir gebacken. Hier haben wir drei Ausgänge. Dann gehe ich nochmal zur Quelle zurück. Sind wir so eigentlich ein bisschen schneller? Wir waschen uns jetzt sowieso. Yeah. Und da haben wir wieder, dann haben wir nämlich einen Heiltrank gespart. Sagen wir, gehen erstmal hier in die Richtung weiter. Au. Komm her. Alles nur mit unserem Trainingsschwert, ne? Also dafür ist es ganz gut. Und wir kriegen wieder... Ja, genau andersrum diesmal. Da unten haben wir noch eine Vase. Aber die ist leer. Okay, da geht's noch weiter. Dann hätten wir noch den Gang nach oben gehabt. Wow. Wie hat er mich erwischt? So, hier ist dann aber Ende. Ah, sehr gut. Okay, 5 Platz haben wir noch. Dann gucken wir uns oben nochmal um. Und dann würde ich sagen... Oh Gott. Warten wir mal ab, ob der große, schleimige Typ wiederkommt. Vielleicht nicht in diesem Raum, sondern in irgendeinem Raum, in dem wir uns dann doch ganz gut bewegen können. Die Frage ist nur, in welchem. Vorher würde ich ganz gerne nochmal heilen. Vielleicht in dem hier. Hier hatten wir super Platz für den. Es ist nur die Frage, ob er dann auch kommt. Wir warten gleich mal ab. Vielleicht ist er auch einfach so ein Unbesiegbarer, falls man zu lange braucht. Vielleicht kann man ihn gar nicht besiegen. Wo bleibt er? Will er nicht? Hm. Heute will er nicht. Vielleicht kommt er auch nur nachts. Das kann auch sein. Gut. Dann machen wir uns auf nach Hause. Ganz gute Ausbeute. Jetzt in die zweite Ebene wollte ich noch nicht. Oh, jetzt ist es nachts. Okay. Okay, wenn man tagsüber reingeht, bleibt man bis zur Nacht drin, ne? Dun, 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 dun. Dann lagern wir die Sachen mal alle. So, jetzt hätten wir hier schon mal was. Jetzt weiß ich nur nicht, was wollte denn der nochmal haben für eine Verbesserung. Wir könnten ja mal gucken, ob wir uns irgendeine Rüstung herstellen können. Weil morgen verkaufen wir dann erstmal, dann kriegen wir wieder Geld. Diesen könnten wir uns leisten. Aha. Die Rüstung könnten wir uns auch leisten. Wollen wir uns erstmal die Rüstung machen? Muss ich die Sachen jetzt besorgen oder geht das? Es geht auch so. Okay, ich muss die nicht extra im Inventar haben. Das finde ich ganz nice. Es reicht, wenn die bei uns oben in der Kiste sind.
Na, dann mach mal. Yeah. Fette Eisenrüstung. Jetzt können wir uns den aber nicht mehr leisten. Okay, aber cool. Dann ziehen wir das gute Stück doch mal an, oder? Am besten vor unserem Spiegel. Stell dich hier mal hin. So, dann zeig mal her hier. Da ist er. Eisenrüstung. Oh, verändern wir uns gar nicht? Schade. Ach, damit habe ich jetzt aber gerechnet eigentlich, dass wir auch den Look verändern, ne? Er bringt uns jetzt halt einfach irgendwas. Ich habe sie doch an, ne? Ja. Aber wir verändern uns nicht vom Aussehen her. Das ist schade. Eisenrüstung. Einfache Rüstung, die üblicherweise von Händlern verwendet wird. Garantiert eine gute Beweglichkeit und einen... Warte auf Text. Annehmbaren Rüstungswert. Gut. Dann wollte ich nochmal gucken. Bestiarium. Bestiarium gibt's auch nicht, ne? Schade. Wunschliste, Kalender. Was auch immer der Kalender macht, was auch immer das da unten für Sachen sind. Mal durchzwitschen hier, noch ist nichts da. Schade, es gibt auch kein Bestiarium. Ich hoffe, da wird noch was nachgepatcht. Weiß jetzt nicht. Das wäre natürlich auch noch interessant, ne? Runenwerkzeug. Sieht wie ein Werkzeug aus, mit dessen Hilfe man Text... Achso, das hatten wir schon. Aber wir hatten noch ein paar neue Sachen, glaube ich, gehabt, oder? Golemfibel, das Wasser. Nee, die hatten wir uns schon durchgelesen, die Sachen. Nee, den hier hatten wir. Ach, den haben wir trotzdem. Ein wunderschöner, bunter Kristall. Aha. Gerüchten zufolge kann er als ganz passabler... Was? Kondensator verwendet werden. Mhm. Mal hier noch was Neues? Nee. Wüste und Tech. Hm. Gut. Schade, kein Bestiarium, ja? Muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas enttäuscht. Also, das gehört doch in jedes... gute Rollenspiel mittlerweile mit rein. Ja, Rollenspiel. Ist ja kein Rollenspiel im dem Sinne, aber doch schon irgendwie. Ach, jetzt haben wir aber auch die Rüstung an. Die haben wir nur drinnen nicht an. Ich nehme alles zurück. Zumindest was die Rüstung angeht. Nur hier drinnen haben wir die nicht an. Draußen haben wir die dann an. Ah, okay. Dann sehen wir irgendwann so aus wie er hier. Okay, das ist dann schon wieder okay. Das freut mich. So, haben wir für dich eigentlich was? Hast du wieder neue Kulturartefakte in den Dungeons? Ja, faszinierend, das Gegenteil aus Dungeons. Und vollkommen unterschiedlich Zivilisationen zu stammen scheinen. Okay, ihm können wir aber gerade gar nichts geben. Und rein können wir auch nicht bei ihm. Hier unten geht's auch nicht lang. Okay. Ja, schade, Bestiarium, ne? Das wäre echt schön gewesen, wenn wir ein Bestiarium hätten. Dann würde ich sagen, machen wir uns gleich nochmal auf in eine Dungeon. Weil jetzt ist gerade Nacht. Dann machen wir noch eine Runde Dungeon. Crawling. Und gucken mal, ob wir jetzt noch ein paar Sachen finden. Oh, oh, oh. Eine Zeitkiste. Oh, 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 mies. Komm. Ja, geschafft. Sehr gut. So, gib mal her. Da haben wir wieder so ein Baumlevel. Das scheint hier so ein bisschen übergreifend zu sein, ne? Mit dem Baum-Dungeon. Oh, nix. Nix. Der hat uns letztes Mal fertig gemacht, ne? Oh, guck mal, da geht's noch weiter ins Baum. Okay, hier drinnen müssen wir aber ein bisschen vorsichtiger sein. Ah.
Okay, doch nicht. Das ist ja auch mal eine coole Karte hier. Okay. So, dann gehen wir da unten noch weiter rein. Eine kleine rote Bubble. Er hier wieder. Ach! Ih, was habe ich denn jetzt gemacht? Hat er uns ein bisschen erwischt, aber nicht dolle. Ah, nochmal. Na, was ist denn los jetzt hier? Na, lass mich raus. Okay. Ich werde mal noch keinen Heiltrank nehmen. Vielleicht kommen wir nämlich jetzt gerade in eine Quelle. Ansonsten haue ich mir einen Heiltrank rein, wenn wir in einen Gegnerraum kommen. Und Quelle? K. Die heilige Quelle der Gesundheit. Lala. Die Musik ist auch so schön hier, ne? Oh, zwei von euch. Aua. Konzentration. Ah, sehr gut. Ah, schöne. Schöne Loot. So einen lebenden Stein haben wir immer noch nicht gehabt, ne? Oder meint ihr diese Viecher damit? Glaube ich nicht, ne? Es gibt schon eine andere. Wir hatten auch mal eine Kiste, die uns angegriffen hatte. Oh, jetzt stehe ich genau drin, ne? Okay, wir kommen ja gleich wieder zur Quelle. Hier geht's nicht weiter. Dann auf zurück zur Quelle. Meint er, jetzt kommt nochmal dieser Große? Jetzt haben wir es ja Nacht, ne? Na, da drüben mal. Ja, na du. Komm her. Yeah. Easy. Ah, cool. Da hatten wir wieder so ein Stückchen, das brauchten wir ja für die Rüstung, ne? Für die nächste. Also für unseren so einen Helm. So, weg mit dir. Da würde es runtergehen. Okay, wir hatten aber, glaube ich, noch einen Raum. Genau hier nach oben. Mal schauen. Weiter. Aua. Sehr gut. So, was haben wir hier? Guck mal, die können wir stacken diesmal. Oh, da haben wir ja schon 5 von den Gießereireste sind das genau. So, er sagt mir raus. Nee, will ich noch nicht. Ah. Mal gucken. Heute wurde mir wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Genauer gesagt wurde ich von einem lebendigen Stein. Okay, das kennen wir schon, der lebendige Stein. Genau den meinte ich. Gut. Was passiert eigentlich, wenn man jetzt hier so... Ich will nur mal gucken, wenn ich alle wegräume. Passiert dann irgendwas? Nö. Hätte ja sein können. So, jetzt die Frage, warten wir jetzt nochmal ab, ob der Große kommt? Weil jetzt hier einfach raus können wir gar nicht, ne? Also wir müssen immer unseren Anhänger benutzen. Oder wir gehen weiter runter. Würde ich jetzt aber auch nicht wollen. Nee, komm, wir gehen zurück. Jetzt haben wir nämlich gerade die Steine, also diese Gießereireste. Die brauchen wir ja für unseren neuen Hut. Beziehungsweise die Eisenrüstung. Packen wir die ganzen Sachen jetzt erstmal weg. Was war denn das gerade? Platzieren. Okay. Jeder Besucher legt eine Zahlung ein.
Okay, ist so ein Trinkgeld-Sammelbox hier. Cool. Okay. Könnte man hier jetzt auch noch was hinpacken? Weiß ich nicht. Okay, da haben wir so eine Trinkgeld-Sammelbox. So, wir packen erstmal das Golem-Fiebel. Golem-Fiebel. Wir packen erstmal alles rein. Passt das denn auch alles? Gerade so? Eher nicht. Naja, fast gerade so. Gut. Dann behalten wir den mal bei uns eben. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage. Ich würde nämlich ganz gerne eine kleine Aufnahmepause machen, aber er speichert gerade nicht. Ich müsste schlafen. Was aber doof ist. Komm, wir machen den Laden auf. Dann kann ich schlafen. Machen wir ein kleines bisschen länger und verkaufen nochmal eine Runde. Komm, wir holen nochmal von drüben gerade ein paar Sachen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht das Falsche verkaufe hier. So, das können wir mal mitnehmen. Dich. Dich. Die behalten wir. Dich. Dich. Euch. Euch. Dich. 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 Die weiß ich nicht. Die... Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, was ich für noch brauche. Es waren mehrere Sachen, ne? Sowas brauche ich bestimmt auch. Die Stöcker brauchte ich auf jeden Fall erstmal nicht. Schleifstein auch nicht. Machen wir mal so. Mal gucken. Wir werden es ja sehen. Ansonsten müssen wir gleich nochmal sammeln. Und sie ist zufrieden mit dem Eis. Was kein Eis ist. So, wir legen gleich wieder nach. Hier. Und immer schön in meine Trinkbox reinlegen. Trinkbox. Trinkgeldbox. Ah, fündig geworden. Sehr gut. Ja, bitte sehr. Bitte sehr, hier. So, lass mich schnell nachlegen. Hier die kleinen Sachen und hier... Oh, irgendwas war zu teuer. Was denn? Was waren gerade zu teuer? Au, au, die Heiltränke. Die wollen sie nicht für 200. Hm. Können wir nochmal auf 150 runtergehen. Was haben wir? 118 hatten wir, glaube ich, bezahlt gehabt, ne? Für die... Da unten haben wir noch einen Platz. Hier. Na los, Leute, schlag zu. Ah, 150 machen sie. Das habe ich nicht drauf geachtet. War das ein Schnäppchen? Nee, ne? Die sind recht zufrieden. Dann, da, dann, 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 da, dann, dann. Da unten haben wir auch noch einen Platz. Hier ein paar Äste. Oder Wurzeln sind das ja. Immer dafür sorgen, dass wir ein schön gemischtes Angebot haben. Ja, kauft die Essenz. Die keine Essenz ist. Das war ja irgendwas anderes. So, warte. Ich muss nachlegen. Hier die Schwerter mal. Ich packe jetzt einfach beide. Ich hoffe, der nimmt das jetzt da. Ja, nimmt er. Ich weiß nicht, was passiert, wenn er es nicht nimmt. So, sie ist auch glücklich. Er ist auch glücklich. Warte. Dann, da, dann, dann, dann. Und das nächste verkauft. Alter, es läuft. So, da unten bleiben wir gerade ein bisschen drauf sitzen auf den Sachen. Die kommen alle hier oben zu dem Tisch. Ja, nimm die Wurzeln, nimm die Wurzeln. Ey! Der wollte mir... Habt ihr gesehen? Der wollte klauen. Wie krass. Der wollte klauen. Ich glaub's nicht. Warte mal. Ich bin gleich da, Leute. Ja, ja. Ich komm schon. Ihr habt doch gesehen, was hier gerade los war. Ich muss den Schock erstmal verdauen. Da müssen wir echt drauf achten, dass die hier nichts klauen, ne? Krass. Ja. Immer her mit der Kohle.
Na Leute, da liegen doch noch Sachen. Schöne Wurzeln heute. Hier, Umi, du brauchst doch bestimmt Wurzeln. Ey, das ist doch schon wieder der Dieb. Bloß weg mit dir hier. Ah, sie kauft noch. Sehr gut. Na klar, ist kein Problem. Für dich lasse ich den Laden etwas länger auf. Vielen Dank. Beehren Sie mich bald wieder. So, und da speichert er. Das heißt, danach kann ich dann... Wie? Goldruhen geklaut. Habe ich den nicht... Hey! Minus 600. Hatte ich den nicht erwischt gehabt? Drei Diebe oder was? Ach, hat da schon einer geklaut und ich hab's nicht gecheckt? Mann, ey. Mann, diese Ladendiebe. Wir müssen hier Kameras überall haben. Ne? So, hier gibt's nichts. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Runde wieder bei Moonlighter. Bis denn. Bye, bye.